Guten Abend. Auf den Tag genau vor einem Jahr übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Unsere Themen. Wo steht das Land am Hindukusch heute? Über die humanitäre und wirtschaftliche Lage sprechen wir mit unserer Reporterin Sylvie Cusolino. Umweltkatastrophe an der Oder. Noch immer ist nicht klar, was die Ursache für das Fischsterben ist. Und die Idee des Drehbuchs aufs Papier gebracht. Ein französischer Storyboarder gibt uns Einblicke in die Arbeit von Regisseur Wim Wenders. Seit 12 Monaten sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Die Einnahme der Hauptstadt Kabul erfolgte fast ohne Widerstand. Die dramatischen Bilder vom Flughafen, von den Menschen, die das Land nach der Einnahme verlassen wollten, haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ja, ein Jahr sind seitdem vergangen. Wie hat sich das Land unter den radikalen Islamisten verändert? Lorelin Merell berichtet. Es ist ihr Tag. Lautstark und mit den Waffen in der Hand feierten die radikal-islamischen Taliban heute den Jahrestag der Machtübernahme. In Kabul versammelten sie sich auf dem Massoud-Platz. Der liegt ganz in der Nähe der ihnen verhassten früheren US-Botschaft. Für die Taliban ein wichtiges Symbol. Ich bin glücklich, dass ich mit meinen Freunden hier sein kann. Wir feiern unsere Unabhängigkeit und die Niederlage der Amerikaner und ihrer Vasallen. Die Taliban hatten den Montag zum Feiertag erklärt, doch von Feierlaune spürt man bei der Bevölkerung nichts. Im Gegenteil, gelegentlich hört man sogar Kritik. In den Medien heißt es, dass sich die Sicherheitslage verbessert hat, seit das Islamische Emirat ausgerufen wurde. Aber das stimmt nicht. Es ist schlimmer geworden als vorher. Menschen werden auf offener Straße festgenommen und ausgeraubt. Ihr Geld wird gestohlen. Vor einem Jahr zogen die USA und ihre Verbündeten völlig überstürzt ihre Truppen aus Afghanistan ab. Unvergessen sind die Bilder vom Kabuler Flughafen. Dutzende Afghanen starben, unzählige harrten viele Tage lang am Flughafen aus. Zehntausende wollten das Land verlassen, doch nur die Flugzeuge der westlichen Truppen flogen ab. Viele sahen darin ihre letzte Chance und klammerten sich an den Maschinen fest. Der Flughafen funktioniert wieder, doch nach 40 Jahren Krieg ist Afghanistan der größte humanitäre Krisenherd der Welt. Unser Land hat schlimme Umstürze erlebt. Die Wirtschaft liegt brach. Viele leben unterhalb der Armutsgrenze. Alle leiden unter der schwachen Wirtschaft, sogar Menschen, die früher wohlhabend waren. Viele Regierungen haben die humanitäre Hilfe eingestellt. Die Sanktionen der USA und EU isolieren das Land. 70% der afghanischen Haushalte leben in prekären Verhältnissen. Ja, laut Amnesty haben die Taliban nach ihrer Machtübernahme schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen. Verbrechen wie Folter, Morde aus Rache und Vertreibungen von Minderheiten blieben oftmals straflos. Hinzu kommt der wirtschaftliche Niedergang des Landes. Millionen Afghanen sind arbeitslos. Hilfsorganisationen warnen, dass die derzeitige Hungerkrise mehr Menschen das Leben kosten könnte als die vergangenen 20 Jahre Krieg. Aus Kabul, Sylvie Cusolino. Hakimullah Assisi und seine Frau hatten Glück. Beide haben eine feste Stelle in einer Kabuler Grundschule. Die Arbeitslosigkeit in Afghanistan liegt bei 12%, Tendenz steigend. Und Frauen können fast keine Arbeit mehr ausüben. Dafür sorgen die radikal-islamischen Taliban. Das Ehepaar Assisi verdient zusammen 7.000 Afghani, umgerechnet 75 Euro. Das reicht oft kaum zum Essen. Wir kochen, was wir gerade haben. Wenn wir nichts haben, machen wir nur Tomatensauce. Dazu kann man Reis essen oder Gemüse wie Erbsen. Viele afghanische Familien leben unter einem Dach, weil sie kein Geld haben. In der bescheidenen Mietwohnung der Azizis leben 15 Personen. Mit 5000 Afghani kann ich gerade mal die Miete bezahlen. Wir leben hier mit allen unseren Kindern. Das ist mein Schwiegersohn. Er wohnt hier mit meiner Tochter und ihren Kindern. Das Geld ist immer knapp. Mit der Miete bin ich 4 Monate im Rückstand. Seit der Machtübernahme der Taliban ist die wirtschaftliche und humanitäre Lage im Land desaströs. An diesem Morgen stehen die Menschen beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen Schlange. 2000 Haushalte in Kabul sind auf diese Hilfe angewiesen. Das ist alles, was ich heute bekommen habe. Und ich habe nur noch 10 Afghani, um mir den Rest nach Hause liefern zu lassen. Das reicht für 3 Wochen. Ich war schon 4-mal hier. Neben der Armut geht in Kabul auch die Angst um. Der afghanische Ableger der Terrormiliz IS verübt Anschläge in der Hauptstadt.
Er hat vor allem die schiitische Gemeinschaft im Visier. Diese feiert hier gerade Ashura, ein wichtiges religiöses Fest. Sicherheitskräfte in Zivil sind überall präsent. Man lässt uns ausnahmsweise filmen. Unser Informantennetz erstreckt sich über die ganze Stadt. Die Spione liefern uns Informationen in Echtzeit. Hier gibt es den IS nicht. Wenn es Probleme gibt, bekennen sich irgendwelche Leute zu der Terrormiliz. Wenn der IS Anschläge verüben will, nehmen wir die Verantwortlichen fest. Ein Jahr nach dem Abzug der NATO-Alliierten ist die Not in Kabul größer denn je. Die meisten Menschen sehen keine Zukunft und schlagen sich durch. So gut es eben geht. Und aus Kabul ist uns unsere Reporterin Sylvie Cosolino zugeschaltet. Guten Abend, Sylvie. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, die wirtschaftliche Lage ist wirklich katastrophal. Warum schaffen es die Taliban nicht, ihre Bürgerinnen und Bürger zu ernähren? Ja, zuerst mal muss man wissen, vor der Machtergreifung der Taliban hing das Land ja schon sehr stark von internationaler Hilfe ab, nämlich 40%. Heute haben viele Afghanen Hunger und die Kinder sind unterernährt. 90% der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Und als Antwort auf die Frage, warum oder schaffen es die Taliban nicht, die Bürgerinnen und Bürger zu ernähren? Nun, weil die internationale Hilfe natürlich versickert ist. Und außerdem herrscht hier seit 3 Jahren Dürre im Land und das Land ist politisch isoliert. Die NGOs wollen keine Hilfe mehr nach Afghanistan schicken, weil sie nicht wissen, wo diese Hilfe hinlaufen wird. Ja, und auch die Zentralbank in Afghanistan hat 9 Milliarden Euro eingefroren. 9 Milliarden Euro sind eingefroren durch die USA. Die Not ist also groß. Wie würden Sie denn den Rückhalt in der Gesellschaft beschreiben für die Taliban? Sind die Taliban fest im Sessel? Das kann man nur sehr schwer sagen. Also ich kann Ihnen nur sagen, die Familien, die wir getroffen haben, manche sagen, ob es die Republik vorher war oder jetzt die Taliban, es ist genau das Gleiche. Es gibt kein positives Feedback. Andere sagen, wir wollen die Taliban nicht, aber wir wollen auch das alte System nicht, das korrupt war. Die Hauptsorge der Afghanen, das ist nicht mehr die Sicherheit, sondern die Ernährung, dass sie was zu essen bekommen. Also ganz grundsätzliche Bedürfnisse. Wird sich das Taliban-Regime lange halten können? Das ist eine Frage, auf die keiner antworten kann. Die einzige Sache, die heute das Taliban-Regime zum Wanken bringen kann, wäre ein Hungerstreik der Bevölkerung, eine Hungerrevolte. Aber soweit ist es noch nicht. Seitdem die Taliban an der Macht sind, hat sich die humanitäre Lage extrem verschlechtert. Die Menschenrechte vor allem oder darunter leiden ja vor allem junge Mädchen und Frauen. In welche Zukunft können diese Frauen blicken? Auch das ist schwer zu sagen. Auch hier gibt es viel Verwirrung, was die Antworten der Taliban angeht. Als es wieder losging mit der Schule, wurden die Mädchen ja in der Schule zugelassen und 2 Monate später wieder nach Hause geschickt. Die Klassen wurden geschlossen. Also auch hier gibt es verschiedene Linien innerhalb des Taliban-Regimes. Ein weiteres bekanntes Dekret ist ja die Verpflichtung für die Frauen, dass sie sich komplett verschleiern. Auch das wird nicht immer eingehalten. Man kann sich nun fragen, warum das nicht durchgesetzt wird von den Taliban. Ich habe darauf 2 Antworten. Erstens, sie haben einfach nicht die humanen Ressourcen, um das durchzusetzen. Und der zweite Grund wäre, dass die wirtschaftliche Situation so katastrophal ist und die Bevölkerung dermaßen leidet, dass die Taliban nicht einen zusätzlichen Grund für eine Revolte kreieren wollen. Vielen Dank für diese Informationen, Einschätzungen, Sylvie Cosolino. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Seit Wochen steht fest, dass die Gasumlage ab Oktober kommen wird. Nun ist auch die Höhe bekannt. Sie soll 2,4 Cent pro Kilowattstunde betragen. Über diese sogenannte Umlage können Energieunternehmen wie etwa Uniper den Großteil der Beschaffungskosten an ihre Kunden weitergeben. Ob zusätzlich Mehrwertsteuer fällig wird, ist noch unklar. Ulrike Dester berichtet.
Der Blick auf den Gaszähler, ein Albtraum. Und zu den gestiegenen Energiekosten kommt jetzt auch noch die sogenannte Gasumlage. Ein Begriff, der schön klingt und auf jeden Fall mehr Gerechtigkeit verspricht. Aber stimmt das auch? Seitdem Russland kaum noch Gas liefert, müssen die Energiekonzerne wesentlich teureres Gas hinzukaufen. Diese Kosten sollen nun an die Verbraucher weitergegeben werden. Aber ausschließlich an die, die auch Gas verbrauchen. Genau das kritisieren die Verbraucherschützer. Eine Steuerfinanzierung dieser Umlage wäre oder dieser Mehrkosten wäre auf jeden Fall solidarischer, sozial gerechter gewesen. Jetzt zahlen diejenigen mit Ölheizung oder Wärmepumpe auch, zahlen gar nichts dafür. 25 Millionen Gaskunden in Deutschland müssen ab Oktober 2,4 Cent pro Kubikmeter Gas mehr bezahlen. Für eine Familie macht das viele hundert Euro mehr im Jahr. Das Geld ist zur Rettung angeschlagener Gasimporteure vorgesehen, allen voran Uniper, der bislang auf billiges russisches Gas gesetzt hat und nun teuren Ersatz beschaffen muss. Im Falle seiner Pleite nämlich wären seine Kunden betroffen, darunter hunderte Stahlwerke. Die Versorgungssicherheit für Millionen Menschen wäre in Gefahr. Die Linke findet die Umlage generell ungerecht und lehnt sie ab. Sie fordert vielmehr, den Gaspreis zu deckeln. Was wir vertreten als Linke, was den privaten Haushalten zur Verfügung gestellt wird, ähnlich sieht das auch der DGB, fordern also ein Grundkontingent, was mit einem Fixpreis versehen wird, sodass die Haushalte sicher sein können, dass sie den Winter über heizen, duschen, kochen können. Noch ist unklar, ob auf die Gasumlage noch Mehrwertsteuer fällig wird. Sollte das der Fall sein, hat der Wirtschaftsminister schon Ausgleichsmechanismen angekündigt. Der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft fordert zumindest eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Noch immer ist nicht klar, wer oder was schuld ist am Fischsterben in der Oder. Der Anfangsverdacht, dass es Quecksilber sein könnte, hat sich als falsch herausgestellt. Bei Laboruntersuchungen von verendeten Fischen sind nach Angaben von Polens Regierung bislang keine toxischen Substanzen entdeckt worden. Anja Walterreit berichtet. Tonnenweise toter Fisch. Freiwillige Helfer wie hier bei Frankfurt an der Oder sammeln die Kadaver ein. Noch immer ist unklar, woran die Tiere starben, aber der Verdacht steht im Raum, dass auf polnischer Seite illegal Chemikalien in die Oder eingeleitet wurden. Für Ärger sorgt auch, dass polnische Behörden die deutsche Seite erst spät informierten, obwohl sie Ende Juli erste Hinweise auf das Massensterben hatten. Es ist für uns natürlich existenziell wichtig, für die weiteren Maßnahmen zu wissen, was genau passiert ist. Gestern Abend trafen sich die deutsche und die polnische Umweltministerin in Stettin und vereinbarten, dass Experten aus beiden Ländern in einer Taskforce zusammenarbeiten sollen. Morgen soll es losgehen. Vielleicht können sie aufklären, was genau passiert ist und wer die Umweltkatastrophe verursacht hat. Es gäbe einen massiven Vertrauensverlust, vor allem in der polnischen Bevölkerung, aber wahrscheinlich auch bei uns, wenn das nicht gelänge. Und die Tatsache, dass die Informationen uns wirklich sehr spät, zu spät erreicht haben, erschwert jetzt natürlich auch das Identifizieren der Schadensursache. Auf der polnischen Seite soll mit Baggern und Ölsperren verhindert werden, dass die toten Fische ins Stettiner Haff gelangen. Dort mündet die Oder in die Ostsee. Schon jetzt treiben Kadaver auf einer Länge von 500 Kilometern. Wasserproben ergaben einen hohen Sauerstoff- und Salzgehalt sowie einen hohen pH-Wert. Noch wird geprüft, ob das ein Grund für das Fischsterben sein könnte. Parallel wird im Labor nach 300 verschiedenen Stoffen gefahndet. Viel Rätselraten, doch eins ist klar. Es geht nicht nur um tote Fische. Das ganze Ökosystem der Oder ist schwer geschädigt, womöglich auf viele Jahre. Der Ausgang war äußerst knapp. 6 Tage nach der Präsidentschaftswahl in Kenia hat die Wahlkommission den bisherigen Vizepräsidenten William Ruto zum Wahlsieger erklärt. Demnach soll sich Ruto mit knapp 50,5% der Stimmen gegen den langjährigen Oppositionsführer Raila Odinga durchgesetzt haben. Es mag auf den ersten Blick widersprüchlich klingen. Mit fast 13% hat Spanien die höchste Arbeitslosenquote innerhalb der Europäischen Union. Gleichzeitig sind viele Stellen nicht besetzt. Die meisten gibt es in der Landwirtschaft, im Tourismus, auf dem Bau und im Gastgewerbe. Um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, hat die Regierung in Madrid die Einwanderungsgesetze für einige Branchen nun gelockert. Gabino Vides stammt aus Kolumbien. Seit 2,5 Jahren lebt er illegal in Madrid. Nun hat er mit Hilfe seiner Anwältin eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt.
Ich denke, dass wir eine positive Antwort bekommen. Die wichtigste Bedingung dafür war Gabinos Arbeitsvertrag. Emotional gibt es schwierige Momente. Ich bin weit weg von meiner Familie. Ich habe alles zurückgelassen. Es ist schwierig. Aber ich will es schaffen, damit ich ihnen helfen kann. Die Regierung hat nun die Bedingungen gelockert. Migranten brauchen keinen Vertrag mehr. Eine Ausbildung in einer Branche, in der es an Arbeitskräften mangelt, reicht aus. Auch die Erteilung von Arbeitsvisa für Ausländer soll erleichtert werden. Einen Arbeiter im Ausland einzustellen, war für viele Unternehmen zu schwierig. Die Migranten hatten gar keine andere Wahl. Sie mussten zunächst illegal einreisen. Mit dieser Reform wird es einfacher. Die Arbeitnehmer können legal einwandern, weil sie bereits im Vorfeld gültige Papiere haben. Die Reform des Einwanderungsgesetzes erleichtert es auch ausländischen Studenten wie Laura, in Spanien zu bleiben. Bisher musste sie nach Ende des Studiums einen Arbeitsvertrag haben, um ihr Visum zu verlängern, was fast unmöglich war. Sobald ich sagte, dass ich Kolumbianerin bin und dass die Personalabteilung meinen Visumsantrag unterstützen sollte, wurde meine Bewerbung abgelehnt. Bei jedem Vorstellungsgespräch wurde ich gefragt, haben Sie vor, in Spanien zu bleiben? Ich sagte ja, und die Antwort war immer die gleiche. Wir stellen keine Ausländer ein. Und das, obwohl das Bau- und Hotelgewerbe sowie die Landwirtschaft seit Jahren unter einem Arbeitskräftemangel leiden. Manuel Diaz muss jedes Jahr ausländische Saisonarbeiter für die Olivenernte einstellen. Für ihn ist der neue Erlass ein Segen. Wenn in der Region die Olivenernte beginnt, braucht jeder von uns 4 oder 5 Landarbeiter. Aber die sind schwer zu finden und Spanier wollen diese Arbeit nicht machen. Hilfsorganisationen versprechen sich von der Reform auch, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Migranten ändert. Über diese Menschen wird nur als Tragödie oder Bedrohung gesprochen. Dabei bringt die Migration viele Vorteile für die Gesellschaft. 95% der Menschen, die hier nach Spanien einwandern, sind Arbeitskräfte. Die Regierung rechnet mit vielen Anträgen und hat deshalb das Personal der Einwanderungsbehörden bereits aufgestockt. Bevor ein Film gedreht wird, werden die Ideen aus dem Drehbuch visuell umgesetzt und aufs Papier gebracht. Obwohl Regisseur Wim Wenders gerne improvisiert, arbeitet auch er mit einem Storyboard. In Frankreich ist gerade das Szenenbuch zu seinem Drama Everything Will Be Fine aus dem Jahr 2015 erschienen. Eine Art Draufsicht und Blick hinter die Kulissen gleichzeitig. Stéphane Le Mardelet ist Storyboarder. Er zeichnet Filmsequenzen, bevor sie gedreht werden. Seit rund 20 Jahren arbeitet er eng mit Filmemachern zusammen. 2014 kaufte ihn der deutsche Regisseur Wim Wenders für den in Quebec gedrehten Film Everything Will Be Fine ein. Wenders improvisiert viel in seinen Filmen. Daher war ich überrascht, dass er einen Storyboarder beschäftigt. Das ist eigentlich nicht seine Art. Aber es war mitten im Winter, die Temperatur lag bei etwa minus 15 Grad. Da war die ganze Logistik, LKWs, etwa 60 Techniker und Schauspieler auf einem zugefrorenen See. Da darf man nichts falsch machen. 3 Wochen lang arbeitete Stéphane Le Mardelet an der Seite von Wim Wenders für eine der ersten Sequenzen des Films, die 13 Minuten dauert. Diese Szenen mit James Franco, wie er aus seiner Fischerhütte kommt und danach durch einen unglücklichen Umweg versehentlich ein Kind tötet, brauchten unbedingt ein Storyboard. Rund 100 bis 150 Zeichnungen davon wurden für den Film verwendet. Wir haben einige Freihandskizzen gemacht, nur um zu berechnen, bei welcher Einstellung Wenders James Franco im Bild haben wollte. In das Storyboard von Wim Wenders gibt Stéphane Le Mardelet einen spannenden Einblick in seinen Beruf. Viele Leute fragen mich, Storyboarder, was ist das? Mein Beruf steht wie viele andere in der Filmbranche nicht im Rampenlicht. Anhand der Zeichnung wollte ich ihn erklären. Stéphane Le Mardelet enthüllt in seinem Buch auch die zahlreichen Gespräche zwischen Wim Wenders und ihm. Wir haben uns über Kunst ganz allgemein unterhalten und über seine Überlegungen, was aus einem Bild wird, was ein Bild überhaupt ist. Stéphane Le Mardelets Buch ist nicht nur ein Abenteuer im eisigen Winter von Quebec, sondern auch ein sehr persönliches Porträt von Wim Wenders anhand seiner Filmografie. Eine originelle Art, andere Facetten des deutschen Filmemachers zu entdecken. Absolut. Und das war's von uns. Ihnen noch einen entspannten Abend. Passez une très belle soirée. Tschüss, à demain.
Thank you.